Und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und reingeklickt habt. Vielen Dank. Ja, heute meine Top 5 Blushes. Ihr glaubt gar nicht, wie lange ich dieses Video schon drehen wollte. Ich hatte es immer so im Hinterkopf, ey, such mal eine Top 5 Blushes raus, auf die du nicht verzichten kannst und zeig die einfach mal. Und ich hatte immer total Schiss vor diesem Video. Und ich sage euch auch gerne, warum. Ich habe relativ viel Blush. Ich liebe Blushes. Könnte ich irgendwie immer kaufen. Und ich hatte total Angst, dass ich mich nicht für 5 entscheiden kann oder dass ich ewig vor dem Schub stehe und mir denke, oh Gott, was nehme ich, ich kann mich nicht entscheiden. Und jetzt dachte ich mir, komm, jetzt ziehst du das durch. Und soll ich euch was sagen? Es hat überhaupt nicht lange gedauert. Ich stand vielleicht jetzt 5 Minuten vor meinem Blushregal, habe mir wirklich mal alle angeguckt und dachte mir, okay, was sind deine absoluten Top 5, die du immer wieder kaufen würdest, die du nehmen würdest, wenn alles andere weg wäre, die du einfach absolut liebst. Und dann war es gar nicht schwer, weil sich diese Teile dann wirklich relativ schnell rauskristallisieren. Weil es sind die Favoriten, ich habe so geguckt, okay, alles klar, das muss. Und bis ich geschaut habe, hatte ich meine 5. Und davor hatte ich ewig Angst, ne? Und die möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Und ich sag's gleich mal vorab, es sind 3 MAC Blushes dabei. Ich muss sagen, dass ich, was MAC Blush technisch anbelangt, finde ich, dass MAC die besten Blushes mit überhaupt hat. Ich finde die Qualität der MAC Blushes, die ich habe, allesamt super. Ich finde, die haben eine mega Farbauswahl. Man kriegt alles von matt, schimmernd, schier, volldeckend, egal was man möchte. Deswegen habe ich 3 Stück von MAC allein schon. Und die anderen 2 sind 2 andere. Kommen wir gleich dazu. Ich fange an, die kommen jetzt auch in keiner bestimmten Reihenfolge. Also ich liebe die alle gleich. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist die Top 1, Top 2, tralala, sondern ich liebe die alle gleich. Und ich fange an mit meinen MAC Blushes. MAC Melba ist ein mattes Blush. Es sieht relativ unspektakulär aus im Pfändchen. Ja, also man sieht es so und denkt sich, okay, was ist denn das für langweilige Farbe? Aber das ist ein Allrounder, so eins habe ich nicht nochmal. Das geht mit allem. Egal, was ihr tragt im Gesicht, egal welches Augen-Make-up, egal welche Lippen, egal was, MAC Melba passt immer. Und es ist ein Blush, wenn ich irgendwas schmink und ich nicht weiß, oh, was nimmst du jetzt für Rouge, nehme ich MAC Melba, weil es einfach mit allem gut aussieht. So sieht's aus. Ich swatche es euch einmal. Sieht jetzt so ein bisschen erschreckend vielleicht aus, aber wenn ihr das so ein bisschen verblendet, ist jetzt natürlich schon viel, ne? Dann sieht es so schön aus und es zaubert so eine wunderschöne Frische ins Gesicht. Das ist, oh Gott, ich liebe es so, so sehr. Und eben auch wegen seiner universellen Einsatzkraft, weil es halt mit allem einfach passt. Na, wenn ich irgendwo hinfahre und ich nehme das mit, dann muss ich nicht drüber nachdenken. Das packe ich ein und es geht mit allem. Und es ist matt, was ich auch sehr gerne mag, denn man kann ja immer noch so ein bisschen Schimmer drüber geben in Form eines Highlighters. Also ich finde, ein mattes Blush, das mit allem geht, ist was, was man einfach haben muss, weil man es immer einsetzen kann und man lange, lange Zeit für immer glücklich damit sein kann. Und das ist MAC Melba, ist so ein Blush und deswegen ist es eins meiner absoluten Lieblinge. So, dann komme ich zu was, was Melba relativ ähnlich ist, aber auch wiederum nicht. Und zwar ist es Peaches von MAC. So, das ist ein Sheertone Blush, sprich es ist relativ sheer. Man muss ein bisschen damit arbeiten, man muss es ein bisschen aufbauen, sieht dann aber super schön aus. So, hier ist Peaches. Und das ist deutlich, deutlich peachiger als jetzt Melba zum Beispiel. Also hier ist Peaches. Und wer auf pfirsichfarbenes Blush steht, wer im Sommer oder egal wann gerne ja, peachfarbene Lippen trägt, wem dieses Farbschema gefällt, wer auch gerne warme Farbtöne auf den Augen trägt, ebenso dieses ganze Peach-Orange-Schema irgendwo, der wird, finde ich, an MAC Peaches nicht vorbeikommen, weil diese Farbe einfach ultimativ dazu passt. Ich nehme den immer, wenn ich irgendwie meine Orange-Peach-Töne jetzt dann im Frühlingssommer wieder raushole oder eben auch die Augen vielleicht mit so ein bisschen Orange, Bronze, Goldschmink, dann sieht Peaches wahnsinnig schön aus. Und das Tolle ist daran eigentlich schon, dass man es
man muss es ein bisschen aufbauen, aber dadurch ist es auch, finde ich, für Anfänger sehr gut geeignet, weil es ist nicht so, dass man sagt, oh, man muss so extrem aufpassen, weil man sofort zu viel Farbe auf dem Gesicht hat, sondern man kann es aufbauen, man kann es wirklich sehr gut kontrollieren, wie viel Farbe man sich ins Gesicht bringt sozusagen. Und das macht es für mich auch so toll, weil es ein richtig gutes Anfängerblush ist und die Farbe ist einfach so schön. Also die Farbe im Sommer und dann noch so ein bisschen den champagnerfarbenen Highlighter drüber und ihr seht richtig gut aus. Ihr seht frisch und erholt aus und MAC Peach ist es einfach auch. Und das hat auch schon eine deutliche Coole. Also das sieht man auch schon wirklich, wenn man das so anschaut. Da ist schon eine, gut, ihr seht das jetzt wahrscheinlich nicht, aber da ist schon eine deutliche Coole drin, auch bei Maybach. So, dann mein drittes MAC Blush. Das ist ein Mineralized Blush im Farbton Warm Soul. Und wenn ihr meinem Kanal schon länger folgt, dann dürfte das keine Überraschung sein, denn über dieses Blush schwärme ich immer. Das ist so eine schöne Farbe. Das ist, oh mein Gott, ich liebe, liebe, liebe das. So sieht es mal ein bisschen gröber aus. Ich swatche es euch. Und man erkennt ein Farbschema. Man erkennt tatsächlich so ein bisschen, was ich denn gerne farbmäßig mag. Ja, das ist Warm Soul. Und das hat den schönsten goldenen Schimmer ever. Es ist nicht so, dass ihr irgendwie dann so richtig goldglänzend aussieht, sondern es gibt einfach einen wunderschönen Glow. Und ich finde diese Farbe vor allem im Herbst richtig schön. Wenn es draußen eben auch anfängt, dass sich die Blätter verfärben und man einfach gerne so ein bisschen wärmeres Augen-Make-up dann trägt, dann sieht Warm Soul so schön aus. Und das ist so eine, oh Gott, ich freue mich jedes Mal wieder. Man sieht auch hier schon, ist der Berg so ein bisschen abgetragen. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich das raushol. Und erstaunlicherweise muss ich sagen, sieht es aber auch im Frühling ganz gut aus. Denn ich hatte neulich ein Video geschminkt zu einem Frühlingslook. Das war ein Tutorial, wo ich tatsächlich Warm Soul benutzt habe. Und das sah super aus. Also ich dachte immer eher, oh, das ist eher so eine Herbstfarbe. Aber nein, das sieht auch im Frühling jetzt ganz gut aus. Und mit Sicherheit auch im Sommer. Also ich werde das jetzt im Sommer mal rausholen. Und die Farbe ist einfach ein Traum. Und auch die Qualität. Ich meine, bei diesen MAC Blushes, wie ich gerade schon sagte, die lassen sich super verblenden. Die lassen sich alles super verblenden. Die halten den ganzen Tag. Da wird nichts fleckig. Da verblasst nichts. Die sind einfach toll. Die sind einfach toll. Ich muss sagen, MAC hat da für mich einfach richtig gute Produkte. Und Warm Soul ist einfach, oh Gott, das ist ein Traum, dieses Blush. Ich würde das immer, immer wieder kaufen. So, dann habe ich ein Blush von Benefit, das jetzt schon Hit the Pan leicht hat. Und zwar ist es das Rocateur. Das sieht so aus. Und Rocateur ist eine Farbe, auch relativ unspektakulär erstmal. Aber sieht im Gesicht richtig toll aus. Und auch das, finde ich, ist ein richtig guter Allrounder. Das habe ich schon mit so vielen verschiedenen Make-up-Looks getragen. Und es sah immer gut aus. Es sieht auch gut aus, wenn man auf den Augen gar nichts hat, sondern einfach nur so ein bisschen frisch aussehen möchte. Es lässt sich relativ schwer swatchen, weil es relativ schier ist. Auch hier muss ich sagen, man muss ein bisschen arbeiten damit, man muss es ein bisschen aufbauen, aber man wird belohnt, weil man dann absolut frisch und natürlich aussieht. Bisschen ausblenden mal. Das sieht so schön aus. Und das hat auch so einen ganz leichten Glow. Ihr seht es wahrscheinlich im Pfännchen schon, wie das hier so ein bisschen strahlt. Also das hat so einen schönen Satin-Finish eigentlich, so ein Glow, was wirklich sehr schön. Hier seht ihr, in der Mitte hier ist schon ein Loch, also ich komme dem Boden immer näher. Also das ist wirklich auch was, wo ich sage, das ist ein Klassiker. Wenn ihr das habt, habt ihr viel, weil ihr das mit so viel kombinieren könnt, weil ihr damit immer wirklich frisch aussieht. Auch hier ist die Qualität einfach richtig, richtig gut. Das lässt sich super gut auftragen. Wie gesagt, man muss ein bisschen arbeiten, aber es lohnt sich. Und es wird nichts fleckig, es lässt sich gut verblenden und ich liebe das so sehr. Also Rocateur von Benefit ist. So, last but not least, ein Blush, wo ich mir zuerst gedacht habe, es ist jetzt nichts, wo man unbedingt losmarschiert und sich das kaufen kann. Man kann es aber online sehr gut kriegen. Und es ist aber einfach auch eins meiner absolut heißgeliebtesten Blushes. Es ist von Milani das Baked Blush in Luminoso. Und das ist ein sehr, sehr stark gehyptes Blush auf YouTube, wobei ich jetzt schon länger nichts mehr gehört habe, aber eine Zeit lang war das richtig gehypt. Dann habe ich es mir auch gekauft und wurde nicht bereut. Es ist so ein. Und auch wieder erkennt man hier mein Farbschema. Also ich trage am liebsten wirklich Blushes in solchen Tönen.
So sieht Luminoso aus. Und das hat auch ein wunderschönes Satin-Finish. Das hat so einen schönen Schein. Hier seht ihr den Swatch. Und oh, das sieht auch so frisch und natürlich aus. Ich weiß es nicht, aber ich persönlich finde, dass gerade diese Töne in diesen Farbrichtungen irgendwie einen so wahnsinnig frisch erscheinen lassen. Was ich persönlich finde, was zum Beispiel Pink oder Rosé, ich meine, heute trage ich so ein bisschen so ein roséfarbenes Teil, nicht macht. Ich weiß es nicht. Ich finde, irgendwas haben diese Farben, was einen sofort frisch wirken lässt und einem auch gute Laune macht. Ich weiß es nicht, aber wenn ich solche Farben trage und gucke mich an, ich weiß nicht, das gibt meine Stimmung irgendwie. Und das ist Luminoso von Milani. Und auch das hat einen wunderschönen Schein und sieht einfach nur wunderschön aus. Auch hier Qualität richtig gut, lässt sich gut verblenden, wird nicht fleckig, sieht den ganzen Tag toll aus. Und ich liebe es. Ich liebe es. Es ist richtig, richtig gut. Und ja, das waren meine Top 5 Blushes. Ich weiß gar nicht, warum ich so lange gewartet habe, dieses Video zu drehen, weil so schlimm war es, wie gesagt, jetzt irgendwie gar nicht, die rauszusuchen. Und vielleicht konnte ich euch jetzt bei dem einen oder anderen Blush mal eine Anregung geben, dass ihr auch mal losgeht und es einfach mal ausprobiert. Gerade bei MAC oder so oder auch bei Benefit. Ich meine, lasst euch das Zeug einfach mal auftragen. Man kann ja reingehen, man kann fragen. Ich habe das zum Beispiel bei Peaches auch gemacht. Da war ich mir so ein bisschen unsicher, habe mir das auftragen lassen und 5 Minuten später war es meins. Also na, man kann da auch einfach mal sich so ein bisschen durchs Produkt, durchs Sortiment testen. Und ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wie gesagt, meine 5 am meisten geliebten Blushe. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank für euer Feedback und eure Unterstützung. Oder wenn ihr mir schreiben wollt, was eure Top-Blushes sind. Ich freue mich auch wirklich immer sehr über Produktanregungen. Beziehungsweise vielleicht liest ja auch jemand anders dann die Kommentare und probiert das mal aus. Ich selber zum Beispiel lese bei Videos auch immer gerne mal so ein bisschen die Kommentare, was denn andere Leute so empfehlen oder schreiben. Also ich finde das schon auch immer sehr hilfreich. Dann bitte hinterlasst mir den Kommentar. Vielen Dank. Und wenn es das erste Video ist, das ihr jetzt von mir gesehen habt und ihr seid jetzt dadurch auf meinen Kanal gestoßen, dann herzlich willkommen. Wenn es euch hier gefällt, klickt den Abo-Button, so verpasst ihr nichts mehr. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns vielleicht in meinem nächsten Video. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Vielleicht bis dahin, macht's gut. Tschüss.